Hallo, ich bin Mann, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Ja, okay, ist nichts weiter, obwohl der noch einstand. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit den Missionen. Ich bin aktuell immer noch allein, ich möchte die Mission ja machen. Und ich behalte die Kakteen. Die Rose wurde irgendwann mal in den früheren Updates, wurde sie genervt. Und ich habe wieder nur noch mal 1 Multiplikator. Also man wirklich, glaube ich, jeden Tag oder nach jedem Update, dann resetten die sich um mindestens einen Pin. Das ist ein bisschen doof, aber gut. So, was haben wir denn hier? Werde Rosis Ziel... Ach, guck mal hier. Und die, ein Baron von Flutterboss steht im Boss werden bei Garten kommen. Okay, dann ist das erstmal egal. Dann habe ich erstmal eigentlich alle wichtigen Missionen, die ich dabei haben möchte. Ja, beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen lange damit verbracht, die Bossmonster zu killen, die uns hier die ganze Zeit verfolgt haben. Und ich glaube, also ich hatte gedacht, das käme dadurch, dass ich beim Gegner in dem Dings war. In dem Garten. Aber nein, mir wurde irgendwie gesagt, dass wenn man diesen Knurri befreit hatte, diese Viecher gekommen sind. Aber weiß ich nicht, ich habe die vorhin nicht gesehen gehabt. Zumindest wurde es mir so gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall, ich werde mal hier ein bisschen mit meiner Klomlochzehe voranschreiten. Ein bisschen erstmal Zombies schlachten, bevor wir hier uns die ganzen Quests antun. Boah, ich treffe aber auch gar nicht, oder? Das muss ein bisschen abkühlen. Weiß aber gar nicht, wo ich meinen Cooldown sehe, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich natürlich den Kill nicht bekommen. Weil Cooldown-Phase. Guck mal, hier haben wir schon wieder so einen kleinen. Wollen wir mal ganz kurz killen. Irgendwo steht die Cooldown, ich weiß noch nicht wo. Also sicherlich steht hier irgendwo die Cooldown. Und ich schieße ganz mies von oben runter. Piu, piu, piu. So, nächsten gekillt. Nice, nice. Und wir... Holy shit, was ist da denn passiert? Eieiei. Na, ich glaube, die können auch irgendwo ein bisschen weiter ausholen mit den Angriffen. Deswegen wurde ich teilweise erwischt, weil ich sehe ja keinen, der hier einen Fernkampf hat. Ich weiß nicht, wo der ist. Oder wo die gewesen hätte sein sollen, ist ja auch egal. What? Wer ist das denn? Hat er mich gekillt, der Penner? Ach, das ist ein Superheld gewesen, alles klar. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen geschossen. Ich guck mal ganz, ob die Kiste hier noch offen ist oder ob die ewig zubleiben. Ja, oder ewig, okay, bleiben, wunderbar. Heißt also, man hat wirklich nur begrenzte Kisten zum Öffnen. Alter, verzieh dich, Junge. Eieiei, okay. Dann machen wir die nächste Mission von DaveBot. Initiere Begrüßung 113. DaveBot 13 heißt ich mit offenen Armen und einem vorprogrammierten Lächeln willkommen. Die Flagge der Macht, hier ist die Flagge der Macht, damit wir sehen, wie mächtig sie ist. Das ist hier das, was wir in der Mitte machen müssen. Aus dem Geheimplan schon geht da Daves neueste Idee hervor, eine Flagge unversperrbarer Macht aus seiner alten Hose zu basteln. Diese Flagge könnten Armeen noch mächtiger machen und ihnen einen unglaublichen Kampfvorteil verschaffen. Du wurdest aus einer ellenlangen Liste von mächtigeren Leaf-Agenten ausgewählt, um die Flagge zu testen. Deppy Dave will herausfinden, wie mächtig die Flagge sein wird. Stell sie in der Mitte des Feldes auf, DaveBot 3000 analysiert die Daten aus sicherer Distanz. Okay. Das ist halt das, was ich in der ersten Folge gemacht hatte, wo ich hier raufgelaufen bin und halt nichts machen konnte. Ich erstmal irgendwie mit DaveBot reden musste. Da ist erstmal die Freundschaftsnachschub. Muss man die kaputt machen? Nee, doch muss man. Oder muss ich die verteidigen und darf sie gar nicht kaputt machen? Aua. Aua, aua, hör auf damit. Der haut mir einfach ins Gesicht, der Typ. Ey, die sind schon aggressiv. Guck mal, ich kann die schon nicht treffen. Die sind schon aggressiv, bevor ich überhaupt komme. So, die muss ich kaputt machen, ja? Ja. Ui, Hallöchen. Da halt auch schon noch mehr. Da war eine riesen Kiste. Die Flagge der Macht macht dich mächtig. Wird die Flagge nicht verteidigt, fällt sie und du verlierst. Brich Nachschubkisten auf und KI-Helfer zu. Ah, okay. Flagge und Verstärker Macht aktivieren. Aua, hör auf mich abzuschießen, Alter. Bist du behindert? Ich kann dir eine kleine Pflanze ziehen. Auch ein paar kleine Helfer kriegen. Ja, die Kartoffelmine geht gut hoch, ne? Wenn hier 50 Millionen Gegner sind, das ist schon ganz gut. 75 Schaden, nice.
90. Ah, sie machen wirklich ziemlich stark, die Pflanze. Holy shit, die Flagge. Mal 90 Schaden ist nicht übel. Aber wo sind die Kisten? Ah ja. Ah, ich muss nachladen. Also wirklich verteidigen kann man die nicht, oder? Achso, da guck mal, da oben sieht, da sah man gerade, eine Null steht da oben gerade bei den Zombies. Das heißt, also jetzt kommt die nächste Welle. Ich liebe Snipern. Aua. Ja, wo schnell die kommen? Wo kommen die immer so schnell her? Das ist ja unfassbar. Braunmäntel beseitigt. Nice. Guck dir mal die Cola, die ich hier kriege. Holy shit. Meine Zombie-Piraten werden dein Ende sein. Alles klar, na dann. Zeig mal. Jetzt kommt der Piratenangriff. Aua. Ach, das sind Granaten. Interessant. Vielleicht soll ich da mal ausweichen, oder? Da hinten ist ein Pirat. Okay, die machen ziemlich guten Schaden. Warum kriege ich die ganze Zeit Schaden? Ich muss nachladen. Oh lol, da hinten hat er extrem viel fallen gelassen. Aber die werden wir uns später holen. Ich hoffe, die bleiben so. Ich bin gleich tot, ne? Nur mal so zur Info. Ich bin tot. Also allein schafft man das hier nicht. Holy shit. Holy shit, ist das schwierig. Alter. Ein Schneekugel einsammeln, nice. Auftrag erfüllt, Gott sei Dank. Ich weiß doch nicht weh. Achso, meine KI-Helfer. Ich wollte aber echt, sag mal ganz kurz zu den Zombies. Ich guck mal, ob das noch da ist. Dann, ja, dann. Ja, ist noch da. Dann switch ich mal ganz kurz zu den Zombies. Damit ich mich hier auch keins auf die Fresse kriege, wenn ich hier hinlaufe. Vielen Dank. Ja, hat sich da gelohnt, hierher zu kommen, oder? Vor allem auch gleich eine Schneekugel eingesammelt gehabt während der Mission. Dann können wir gleich mal hier gucken. Hier ist bestimmt auch irgendwo eine Schneekugel. Ach, hier haben wir noch eine Mission. Okay, dann machen wir die Mission später. Nö, wir machen erstmal Pflanzis und dann später machen wir Zombies. Join us. Ja, mache ich. Sehr schön. Dave-Bot-Mission abgeschlossen. War echt nicht einfach, ey. Holy shit. Was haben wir da hinten? Wer ist das denn? Okay, gucken wir gleich mal. Was das hier ist. Weltoptionen. Mit Freunden spielen. Schwierigkeit. Spieler kicken und Spiel speichern. Okay. Kann man speichern. Spielberechnung, Spieler kicken. Verstehe ich nicht. War ja vorher irgendwie nicht da gewesen, jetzt ist es da. Aber gut. Ist halt so, ne? Was habe ich eigentlich... Ich habe einen Diamanten bekommen. Was kann ich mit den Diamanten eigentlich machen? Ich habe ja keine Diamanten. Oder ist das einfach... Achso, das ist, glaube ich, einfach mehr Münzen gewesen. Okay, Dave Bot. Initiere Begrüßung 7. Was geht ab? Feuerwerkskörper der Alten. Reise zum Zen-Gipfel und besorge das Feuerwerk der Alten. 7500 Belohnung. Nice, na dann. Dave Bot, 3000 hat Überraschung für dich, Kadett. Eine neue Auftrag. Dr. Thomas und seine Zombies sind nach Zamburubia gefahren, um ein paar Besorgungen zu machen. Ihre Basis ist ungeschützt. Die Chance, im Gehen einer vernichtenden Schlag beizubringen. Nimm diesen Auftrag an und besorge etwas Uhr als Feuerwerk, um diese Zombies auszuräuchern. Wir brauchen die Feuerwerkskörper von Sense Explodibum, höchstpersönlich. Besiege ihn und schaffe das Zeug herbei. Na gut, versuchen wir. Spezialkommando. Wir sind ein Spezialkommando gerade. Wir behalten die Kaktee definitiv. Ich mag die Kaktee. Ich möchte die höher bringen. Die Kaktee ist nicht übel. Macht viel Schaden und ich ziele auch gerne. Ich sehe drei Pflanzen vor mir. Ich glaube, hier muss ich bleiben, oder? Pflanzen. Und pflanze den Garten. Ja, dachte ich mir, das ist schon wieder Gartenkommando. Flup. Flup. Bepflanze den Garten. Auf geht's. Denn wir haben hier auch gleich mal eine kleine Pflanze ziehen, so ein MG. Ich müsste mal wieder neue Pflanzen kaufen.
Bei Gelegenheit. Ich habe eine Heilblume. Aber heilen ist doof, wobei wir können eine Heilblume mitnehmen. Zieh mal ein Heilblümchen. Nächste Welle. Kann man die nicht starten? Na gut. Dann müssen wir hier warten. Guck mal, da sind meine Kartoffelminen. Ah, oh, guck mal, wie putzig die aussehen, die Augen. Nein, wie niedlich. Hier ist das Feuerwerk übrigens. Zumindest symbolisch dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob man Schneekuchen hier auch sammeln kann. Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ah, die kommen von links. Da habe ich jetzt nicht einmal super Schaden. Boah, ihr macht mich irre, ey, ohne Scheiß. Genau, greift lieber mich an, statt den Garten. Jetzt habe ich nämlich auch keine perfekte Welle mehr. Die eigentlich mega easy, perfekte Welle, aber ich hab's verkackt. Sollte ich aber definitiv versuchen, weil ich brauche die Mission. Ich möchte die Mission erledigen. Wäre schon schnieke, wenn ich... Ah ja, okay, die habe ich nicht gesehen, dass hier auch noch welche von rechts kamen. So, wo kommen die anderen? Da sind sie. Ich hasse dich, Alter. Nicht mal die ersten, nicht mal eine Welle habe ich hier perfekt kriegen können. Wie dumm ist das denn? Ja gut, das ist natürlich auch extrem viele Seiten, weißt du, von wo du angegriffen werden kannst. Und alleine ist es ziemlich heftig. Hier gerade solche Typen. Die einfach unendlich viele HP haben, ja. Ey, guck mal, die laufen nie in die Kartoffelmine rein. Selten zumindest. Der Nebelmann. Ich die Kartoffeln mal hier hinsetzen. Ninja-Überfall, das ist aber nicht nett. Alter, die haben 80 HP oder so. Heftig. Nur klar, übertreibt so ein bisschen. Warum du triffst sie nicht? What the fuck? Ihr Penner. Nein, lass mich das Ding holen. Jesus, ich will nicht sterben. Zieh dich, Alter. Meine Güte. Tja, bisher noch keine perfekte Welle hier. Ist aber als Sniper alleine von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten nicht ganz so einfach. Oder 6 Seiten. Oh, haben wir denn da hinten schönes... Ein Meister-Ninja. Ich glaube, das Ding hat genug HP, dass ich das mal ganz kurz allein lassen kann. Ja, 250. Bringt einen so einen Diamanten. Hat irgendwas geschossen gerade. Oh, noch einer. Ja, da kriegt ihr gerade noch ein bisschen Schaden. So ist das halt. Sehr schön. Oh, hier ist noch einer. Guck mal, der Diamanten. Ne, wollte schon sagen, der hat Diamanten in sich. Der hat irgendwie so einen Diamanten. Oh, guck dir mal an, wie niedlich die Walnussfamilie aussieht. Oh, die Sonnen sind weg. Schade. Doch, hier. Her damit. Her damit, her damit. So, wir haben noch ein paar Wellen vor uns. Oh, vielleicht nur eine. Wer weiß das schon. Ich glaube, das ist die letzte.
Auftragsbosswelle. Kommen ja von anderen Seiten? Irgendwie höre ich hier noch andere Seiten, aber. Oh Gott. Ja. War ja klar, dass sie noch von woanders kommen. Ah, das ist hier Michael Jackson-Style wieder. Nur einer ist der echte, das ist nicht der echte. Auch nicht der echte. Die verlieren alle zu schnell HP, das sind wahrscheinlich. Das ist auch nicht der echte. Oder? Na, könnte doch der echte sein. Er hat ziemlich viele HP. Ja, das war der echte. Dennoch kommen immer noch welche. Noch kein Ende. Diese Ninjas sind eklig. Sehr eklig. Badum. Hast du das Feuerwerk? Ich musste hier Blei fressen. Na, dich erstmal. Ich musste ganz viele Zombies fressen und töten. Ich komme und hole dich. Bring das Feuerwerk. So, müssen wir hinlatschen wieder. Oder? Fertig. Nein, wir sind fertig. Wunderbar. Juhu. Eieiei, alleine ist die zu verteidigen schon ziemlich heftig. Sehr schön, 7500 Belohnung als, oder 7500 Münzen als Belohnung, sehr schön. Jeder zehnte Zombie ist der Meinung, dass Zombies schlauer sind als Pflanzen. Wie dumm. Nice, nice, nice. Fast Level 5, da sind wir fast schon sehr nice dran, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir machen ganz kurz eine Pause, sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Pflanzen gegen Zombies, Garden Warfare 2. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.